Das ist eine Ratte. Das passt alles. Halleluja. Bin ich gerade ohnmächtig geworden von seiner Taschenlampe? Diese Tüte nervt mich ja auf dem Kopf. Ah, danke. Oh, nee. Nee, vielleicht war sie doch gar nicht so schlecht. Don't be afraid. I want you to know that you're safe. My name is Dr. Hendrik. Wo sticht sie das da rein? In meine Nase? And I'm your friend. Oh, fuck. These are all the belongings recovered from your person. This is a collection of your public records, along with the investigatory information about your private life. Well, you've got some secrets, don't you? Naughty. As the restraints make a signature impossible, please acknowledge that you consent to these collections. Thank you. I'm not bad looking, to be honest. If you go for that type. Well, I ain't never been that picky. No, that's my compliment. I just hate seeing her eyes. Stell dich mal vor, das blutet dann die ganze Zeit so gegen das Ding von innen. Du kannst ja nicht abwischen. Das ist hier. Oh, ist das nervig. Oh, Charakterstellung! So, Charakterstellung. Wie sehen wir aus? Das ist schon schick. Das finde ich schon... Das ist so ein bisschen so der Merkel-Look. Den Merkel-Look fühle ich schon ein bisschen. Das ist so der Schönling. Das sind wir nicht. Oh, er sieht voll traurig aus. Das gefällt mir. Wer bin ich? Wer bin ich? Wer will ich sein? Er sieht so ein bisschen abgefuckt aus. Abgefuckt oder... Wer war traurig? Er. Abgefuckt oder traurig? Was findet ihr besser? Abgefuckt. Okay. So. Frisur. Oh!
Oh, kann diese Scheiße. Ah. Ich sehe mich ja mit diesen. Ich sehe mich ja mit diesen. Mit diesen langen Haaren hier. Oder? Mit so dieser verrückte alte Leute. Ich glaube, ich sehe mich mit langen Haaren. Ich sehe mich mit langen Haaren. Stimme? Hey there. Hi. How you doing? Ja, perfekt. Perfekt. Ja, perfekt. Perfekt. Escape ist weiter krank. Ist das jetzt das Tutorial? Wow! Wäre auch zu einfach gewesen, ehrlich zu sein. Ist die? Ja. Also fertig mit erstellen? Ja. Läufst du schon rum? Ja. Warte auf mich. Oh, warte, ich warte, ich bin noch am Anfang. Also ich bin gerade erst reingespawnt in das Tutorial. Aber ich glaube, ich kann schon rein, oder? Wo rein? Das Tutorial habe ich nicht gemacht. Also soll ich das Tutorial auch nicht machen? Nee, nee, ich glaube... Gibt es da ein Tutorial? Also müssen wir das machen? Ich bin auch, also ich glaube gerade durch so eine Gegend. Kann ich da jetzt schon joinen? Das ist halt die Frage. Ihr müsst es machen solo, sagt einer. Soll ich das dann jetzt machen und dann... Wann müssen wir dann reden? Weißt du das? Also machen wir es einfach? Okay, ich melde mich, wenn ich durch bin. Bis gleich. Bis gleich, ich freue mich auf dich. Ah. Schick, schick. Schön. Wow. Da war doch gerade jemand. Ja, das versteckt. Sieht mir noch ein Parcours aus. Das ist nicht gut. Ah. Hier. Oh, das wird nicht gut enden, Leute. Das Spiel ist auch echt laut. Ist es für euch nicht zu laut? Oh, ich bin so gut. Wir öffnen uns hier die Türen. Ob sie jetzt so doof war? Wow. Und ehrlich gesagt, hi. Hi. Hallo? Welcome back to us. Welcome home. I hope it's just as you remembered, darling. So you can destroy it and burn yourself of the past. Oh, damn. Das sind keine echten Leute. Was ist das? Kleine Batterie? Aha. Aha. Was soll ich da lang? Sorry. Hi. Which way? Es läuft hier aber doch das Tutorial. Before you could even speak, you had instincts. A primal you. Those are an animal's instincts. You have to forget them. Aha. Oh, hi, Kumpel. Also bisher sind die Rätsel ziemlich einfach in dem Game. Ich hoffe, ich fuck doof wenig ab, indem sie mich hört.
kann ich dich durchlaufen, ist das? Könntest du? Aha. Okay. Ich wollte dich aufladen. Ja, kacke. Ich hoffe, das ist nicht von Bedeutung. Schön hier. You learn discipline. Carrots. Aus. Du kannst Bretter in Türöffnungen einschlagen. Ich kann Bretter in Türöffnungen einschlagen, also... Aha. Aha. War da gerade was? Ich krieg dich. Ich krieg dich, komm her. Aus. Oh, ich erinnere mich an den Teil meiner Kindheit. Oh. Aua, aua! Aua! Du bist verletzt, du brauchst Medizin. Oh, hier kann man sich verstecken, ja? Das ist auch interessant zu wissen. Du bist verletzt, du brauchst Medizin. Na, was ein Zufall. Eine große Medizin. Ich kenn's nicht. Muss man rein? Kommt hier niemand rein? Haben wir mit Jumpscare gerechnet. Stabby, stabby, stabby. Ihr macht das schon. Ihr kriegt das gut hin. Ihr macht das. Alles klar. Okay. Sorry. Hi! Sorry. Sorry, ich mach gern so ein bisschen krassen Auftritt. Danke. Das Fisch! Das Fisch! Poor Fischy! Ein bitterer Helfer! I'm the size of this thing up my tuckers! I don't think we're alone! Apart from myself, danke schön für den Fisch! Nothing compared to what you're gonna get. The doctors gotta find out all those secrets and rotten bits so they can put in something better. Aha. Oh, that's not good. Entschuldigung, habt ihr Medizin gesehen? Eine Medizin dabei? Nein. Könnt ihr große Medizin jetzt gut gebrauchen? Jemand eine große Medizin gesehen? Das Spiel ist bisher sehr... Ist das gefährlich? Boah, sag mal, ist das hier etwa eine... Ist das hier etwa eine Batterie? Wie lege ich denn die Batterie weg? Aha. Mir geht's jetzt ein bisschen aua. Don't they think they're clever, Daddy? War das ja nicht gut. I'm going to be so much better. Oh, hi! Au! Hey,
mach das nicht. Ah! Ah! Jetzt hab ich wieder, das zu mir genommen. Ich bin... You must have been in love at some time in your life. Even if nobody loved you back. Love makes you weak. Let it go. Woher weißt du, dass mich niemand geliebt? Sag das nicht. Kennst du mich nicht? Einen guten wünsche ich. Ist auch jemand, der mir auf die Fresse schlägt? Ja, bist du. Sorry. Sorry. Oh. Oh. Where did my shadow go? Das ist ja interessant. When you cast off ballast, you ascend. Climb the stairs to adulthood, where you learned to escape. Das war ja simpel bisher. Das pöbelt so recht schon. Ich hab gar nicht gepöbelt. Ist hier nichts? Ich wäre fast tot. Hat die Daddy gesagt? Weiß ich nicht. Ja, die Daddy gesagt. Ach Mensch. Das ist ja nicht gut. Hey, hier rauf? Gott, ich nicht machen, das ist nicht schlecht. Da steht Exit, das ist bestimmt. Ja, das war irgendwie klar. Wilco and Naughty. Look at this baby. Look what happens when baby listens to the voices on the radio and doesn't listen to mother. You catch the roof! Willst du das nicht machen? When babies are bad, mother gets disappointed. And the bubbles of the milk! Ich mochte die Heath Ledger-Version von Joker lieber. Oh, Vulturus! I think I made a mess! Auf YouTube kriegen wir Videos von so diesen Maschinen richtig geklickt. You see what happens when children try to grow up before their time. Schrecklich, ne? Man dreht sich nur einmal um und schon sind sie erwachsen. Das wirkt, als ob die mich gleich jagen würde. Zerstöre deine öffentlichen Dokumente. Und zwar nicht. Wo sind denn meine öffentlichen Dokumente? Ach, hey. Ich sollte nicht überall so reinplatzen. Verstecken, ne? So interessant. Gut zu wissen. Oh, eine große Medizin. Oh, da habe ich aber Lust drauf. Da trinke ich doch mal einen Schluck. Oh, es ist gut. Lecker, lecker, lecker. So, okay. Bam! Jemand hier? Ich suche meine öffentlichen Dokumente. Jemand gesehen? Dann gehe ich. Wo sind die öffentlichen Dokumente? Habe ich gefunden? Ah, ich gehe auch zurück. Ach Mensch, ach schön. Ah, das wird mir irgendwann so Probleme machen, dass ich alle Türen auftrete. Also, wenn ich immer so aussahe, wenn ich die Tür aufmache. Oh!
Kann ich raus? Jetzt mache ich mir Sorgen, dass ich in meinem eigenen Tutorial sterben kann. Oh, Glasscherben sind lärmfallend, das ist nicht gut. Ah, eine große... Ah! Job, work, your purpose. It's who the world thinks you are. This box contains your collected public records. Destroy it. Free yourself. Wo denn? Fallen zu lassen? Okay. Ah, ich hasse Outlast, ja, ne? Meine Box. Ja. Nö. Ah! Ist dunkel, du siehst mich nicht. Must have been the wind. Boah, ich hätte echt Pech, wenn die nicht so blind wären. Störe dein Privatleben? Das habe ich schon geschafft. Das ist nichts Neues. Ah! Du hast eine Psychose. Finde was, um den Skinner-Man zu überleben. Skinner? Hi. Ist es das? Muss ich das nehmen? Ach Mensch. On your deathbed, what guilt and shame will haunt you? This box contains a careful investigation of your private life. The things you thought were secret. Destroy it. Free yourself. Boah, ich mag das gar nicht. Mir fällt wieder auf, dass ich Outlast gar nicht so gerne mochte. Da kommt ein Jumpscare. Okay, wie ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich hier einfach dumm rumrennen kann? Ah! Nicht hoch! Nicht so hoch! Ah. Ja, easy.
Einfacher als gedacht. Doesn't that feel better? All reamed out, cleared and ready. Everything perfectly under control. Macht ihr das für jeden, den ihr hier holt? Das wirkt mir nach viel Aufwand. Dankeschön. Mit einem Stuhl, dass ich mir das angucken konnte. Das machen nicht alle Arbeitgeber. War das das Tutorial? Sind wir durch? Ich speedrun so ein Tutorial aber auch, ne? Deine Wiedergeburt beginnt. This is evaluation. After each trial, I'll assess your progress, guiding you through recovery and growth. Know that you're special. Hi. You're worth our effort. Danke. You have to trust that we wouldn't have chosen you if you didn't deserve to be here. Alles klar. Das ist ein sau netter Arbeitgeber. Please explore the sleep room. This is Sophie, ich glaube, ich bin durch. I will be with you to offer guidance and advice. I'm always with you. Yay, ich bin durch. Leute, wir können jetzt mit Doofy spielen, wenn sie fertig ist. Wir können uns ja mal diesen Raum hier angucken, wo wir sind, wisst ihr? Oh, einen wunderschönen wünsche ich Lichterkette. Na du? Ey, so ging's uns allen mal. Sag, machst du einen Schuh? Chrissy? Ja. Wie weit muss ich denn spielen? Bist du in so einer Psychiatrie, also in so einem Raum bist, wo du ein Terminal hast. Also irgendwann kommt so, du hast deine Mission beendet und dann merkst du es. Okay, aber dir steht jetzt Wiedergeburt. Also muss ich noch weitermachen, ne? Ja, Wiedergeburt. Nee, du bist jetzt gleich durch. Okay, dann muss gleich. Bis gleich, ich freue mich auf dich. Ich höre dich immer nur vom linken Ohr. Hey! Hallo! Hallo! Ich will auch ein Haus. Ich will auch einen Raum haben. Wo kriege ich einen Raum? Warum habe ich keinen Raum? Ich will auch einen Raum. Ich will, guck mal, der hatte. Wie kriege ich einen Raum? Arm drücken? Was ist mit euch beiden falsch? Deiner ist oben. Meiner ist oben? Aber wisst ihr, dass meine oben ist? Auf diesem Bildchen? Okay, mal sehen, wie mein Raum aussieht. So, das finde ich immer mit dir. Ja? Sind bei dir auch ganz viele Menschen? Ja, ja. Bist du? In meinem Zimmer. Wo ist mein Zimmer? In meinem Zimmer. Wo ist meins? meins war oben. Und du kannst deinen ganzen Raum für Geld umgestellt. Oh, da freue ich mich drauf. Du, das wird aber ein perfekter Raum. Ich mache hier so eine Maria-Statue hin. Was? Und mache dann daneben noch eine Maria-Statue hin. Und ich glaube, auf den kleinen Tisch stelle ich eine Maria-Statue. Ich finde mein Zimmer nicht. Warte mal. Also es ist cool, dass hier alle rumlaufen. Können die mich in-game schon hören? Nee, ne? Nee, aber sie sehen dich. Okay. Boah, sogar die Tapeten kann man ändern, du. Ach hier, Maria-Chan. Oh, das ist mein Zimmer. Darf ich gleich zu dir kommen? Ja, unsere Zimmer sehen gleich aus. Wir können sie ja noch nicht umdrehen. Sind wir denn überhaupt in der gleichen Lobby? Das wissen wir doch gar nicht. Gute Nacht, Jazz. Huch. Ich glaube, wir sind nicht in der gleichen Lobby unbedingt, Dovi. Ja. Deswegen würde ich dich einfach, soll ich nicht machen. Was ist denn mit dir? Was hast du denn da an? Nee, du bist bei mir nicht drin, Doofy. So, muss ich jetzt schlafen? Nein, musst du nicht. Okay. Ich lade dich ein. Okay. Huch. Zugriff zulassen. Ja, hatte ich auch. Oh, du, wie süß du aussiehst. Wie mache ich das? Ach so, aufwachen. Bin ich einfach in deinem Bett? Was ist mein was? Bett? Du das bist, ist mein Bett. Warum bist du in meinem Bett? Nee, bin ich, weiß ich nicht. Ich will nicht Gruppen suchen. Wir sind doch schon vollzählig. Ich brauche nicht Gruppen. Nein, ist nicht rausgegangen. Du bist da unten. Guck mal nach oben, dann sieh hoch. Ja, oh, du wieder oben bist du.
Ich mein T-Bag vor dir. Dem gebe ich auf die Fresse, Junge. Du kommst hierher, Junge! Jetzt ruhig. So, was war das? Was war das für eine Kacke, Junge, hm? Gleich klatscht, mein Freund, wirklich. Du stehst hier bis Oberkante hier. Alles gut. Hi, du. Das war ein freundliches T-Bag. Nein. Warum machen die da Arm drücken? Ich will auch Arm drücken. Wollen wir Arm drücken? Dovi, komm her. Komm her, Dovi. Komm her. Okay. Was muss man machen? Ah. Ah, pardon. Ja, die Hoffnung, das ist einfach nur Button-Mashing. Naja, du musst halt im roten Bereich sein, wenn du gehst. Ah, verdammt! Nein! Nein! Hä? Nein! Ja! Verdammt! Ja, das war ja toll. Hast du die getroffen? Manchmal. Leg dich nicht mit mir an! Nächstes Mal mach ich dich platt. Nee, machst du nicht. Nächstes Mal teabag ich dich freundschaftlich. Wähle eine Prüfung. Dann machen wir Polizeirevier. Töte den Verräter ist unsere Prüfung. Na, das schaffen wir doch. Let's go, Dovi. Muss ich irgendwas machen? Prüfung wird vorbereitet. Okay. Hübsch. Gab's die Brillen auch in deiner Größe? Nein. Oh. Betritt das Shuttle. Dovi, komm, yeah. Komm, können wir ins Gleiche? Komm, wir gehen ins Gleiche. Ich glaube nicht. Nein! Okay. Ich würde sagen, wir machen das noch und dann, ne? Okay, der gute alte, krass geile Leute Clan Tag. Ja, das wird halt kacke. Na, du? Ich bin nicht allein, okay? Ich lasse dich niemals alleine. Setz dich. Nee, hier, draufsetzen. You are the historian. Ich kann so schnell nicht lesen. Hey, Duffy. You are the exterminator. Oh, das ist kein Porno. Only we can tell you what is true. There is a snitch inside the prison, preparing to testify against our truth. Mhm. Kill the snitch. And we will let you out. Oh. Ich muss da immer an Shrek denken. Wo hat der mir das gerade reingerammt? Oh damn! You got to stay at the YMCA. Können wir jetzt aufstehen? Aber wir sitzen in der Bahn! Ernsthaft? Oh. Bessere Bahnfahrt, als ich je in Berlin hatte. Was? Wirklich. Hier bin ich weniger belästigt worden. Komm, lass ihn gleich laufen. Aufplätze? Geht nicht. Komm. Nein! Wir könnten das Game doch breaken. Töte den Verräter. So, hab ich ihn. Ich bin's nicht. Guten Tag. Hab ich die Waffe? Ah, das ist doch keine echte. Aber du kannst hier verstecken im Auto. Rücke zum Ping. Over there. You see that? Over there. Over there. You see that? Look. Over there. Warte mal. Ping nochmal. Thanks. Wieso hast du eine weibliche Stimme? Wieso nicht? Oh, hier ist eine Flasche. Hey. Ich will auch eine Flasche. Hey, Dovi. Ja? Hast du die gerade kaputt gemacht? Ja. Ich war noch eine. Ist das eine Flasche? Nee, das ist einfach nur eine Flasche. Gott, hast du so Fotos kaputt gemacht? Ich glaube. Wieso kann man sich hier verstecken? Ah. Hier ein? Ich will das nicht machen. Ich bleib hier. Nein, du kommst mit. Mhm. Komm mit. Aber das ist ein Monster. Komm. I need help. Oh oh. Okay, tschüss. Oh, hi. Ich glaube, du solltest gehen. Nee.
Kommt der nicht her? Nee, da sehe ich keine Gefahr. Okay, ich vertraue dir. Wo ist denn der? Ach da. Da vorne. Sicher? Na, komm zu, komm zu. Oh, da. Oh, der nicht gut ist das. Oh, warum kommt so gruselige Musik? Oh, das ist ja nicht gut. Weil ich gesehen hat. Oh, das ist ja nicht gut. Versteck hier steht so ein anderer du. Typ. Schlag doch den. Versteck dich. Ah, wo denn? Das weiß ich nicht. Am Anfang konnte man sich verstecken. Ey, beim Auto, beim Auto. Und wo beim Auto? Im Auto, beim Auto. Ah! Komm mal. Aua. Aua. Muss das sein? Ich bin nicht so schnell. Was soll ich denn machen? Schaffst du es? Hast nicht gesehen. Was? Woher wusstest du das? Nee. Soft. Nee. Ich bin perfekt versteckt. Oh, du stirbst gleich, ne? Nee. Ich hab einen flawless Plan. Was? Woher wusstest du das? Merci. Was soll ich denn machen? Ich dir helfen, okay, ich helfe dir. Ja, das wenn. Also, wärst du ein Schatz. Sorry. Eieiei. Ich geh zu meinem Versteck. Oh, hier wäre auch ein Schrank gewesen. Ist ja nicht gut. Nein! Ist das der neue. Ist das der neue Outlast-Part? Ja, du kannst übrigens auch wieder in deinem Versteck gehen. Ja, danke. Ich bin fast tot. Er hat mich. Ich such mal Medizin, ne? Renn, 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 er kommt! Oh, jetzt hat er mich. Oh. Ich mag das nicht! Ja, ich sehe kein Problem mit der ganzen Situation. Die ganze Situation ist absolut gut und so, wie ich sie mir vorgestellt habe. Oh, ist das der Medizin? Du bist nicht hier im Schrank? Nee, ich bin woanders, Sophie. Du siehst meinen Namen. Ist das Medizin? Ich heb dir alle Flaschen auf, die ich finde. Das war laut. Ich bleib jetzt hier, mir reicht's. Hat sich beruhigt. Siehst du, wir können gar nicht zusammenbleiben. Die chasen uns die ganze Zeit, deswegen müssen wir uns trennen. Aber wo muss ich hin? Weiß ich nicht, ich bin noch am Anfang. Was ist denn, wenn ich ihm eine Flasche gegen den Kopf hau? Vielleicht kannst du ihn damit stunnen oder so. Ich hab's gesehen. Ah, das ist ja nicht gut. Also weggehen. Okay. Ich meine, das klappt doch. Dann lass ich ihn wieder so. Kannst du ihn damit vielleicht weglocken? Weiß ich nicht. Was ist denn zu dir? No. Jetzt hat er mich wieder. Halt. Ich hasse das. Oh, aber das ist nicht gut. Aber das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Ja, Massive in the Wind. Er hat die Tür vom Gefängnis aufgemacht, Sophie. Das ist nicht gut. Doch, da müssen wir rein. Aber ich weiß nicht wo. Alles bei mir, hallo. Hi. Du bist ein bisschen rot. Oder ist da vor der Tür? Ah, hier ist jemand! Aua, ich bin doch schon tot! Ich bin doch schon tot! Was soll denn das? Ich bin doch schon tot! Wie kann ich dir helfen? Nee, ich bin tot. Ich will nicht mehr. Oh nein. Ich blute. Nein, kannst du mich retten? Da steht, wenn du. Aber wenn er ist noch da. Kannst du mich retten? Ich versuch's. Ist er noch da? Ich sehe ihn nicht. Also ich sterb hier, aber kein Stress. That'll heal. Ach, das wird heilen? Meinst du, das wird heilen? Also wenn du das sagst, dann glaube ich das auch. Ja, hier, guck mal. Dietrich, wir brauchen Dietrich. No. Wer ist dieser Dietrich, von dem du sprichst? Was ist denn das? Halten zum Entschärfen? Die Tür ist doch schon offen. Ich hab's gerade entschärft. Hä?
Oh, hier sind Bomben. Oh, oh. Das ist nicht gut. Sicherheit. Er ist vor der Tür, Doofi, ne? Du siehst sie? Suboptimale Gesamtsituation, würde ich sagen. Was passiert, wenn ich einen Ziegelstein auf die Bombe werfe? Oh, das ist gut. Da ist jemand im Schrank. Achtung. Bitte. Ist jemand im Schrank? Ja, pass auf, der greift dich sonst wieder an. Hier ist ein Plakat, was ich abnehmen kann. Hier ist eine Leiche. Und da kommt. Doofi, komm mal her! Wir spielen jetzt nicht hier. Kleingeld? Jemand Kleingeld? Hat jemand ein wenig Kleingeld? Und? Will jemand tanzen? Möchte jemand tanzen? Jemand tanzt? Oh. Kannst du mich. Oh nein! Da, kann ich. Also. Oh. Oh. Ich kann dir jetzt beim Klettern helfen, ob ich. Ja, mach mal. Nee, oh, mach mal. Hilf mir mal klettern. Da musst du aber hier sein. Guck. Ja, nee, das ist. Das ist ja schlecht jetzt. Ich will zu dir. Ich finde schon einen Weg. Ach, hallo. Runter. Ah, Chrissy. Kannst du die Tür von innen aufmachen? Nee. Die Tür? Nee, ich glaube. Oh, da ist ein Typ! Warte, ich glaube, ich hole mir meine. Ich hole mir meine Flasche. Hier liegt nämlich jemand und schläft. Ich glaube, ich kann ihm den Stein oder eine Flasche an den Kopf werfen. Er kommt. Er ist bei mir. Ich mach ihn weg. Der ist nett. Ich glaube nicht. Okay, er hat mich nicht gesehen. Was passiert, wenn ich jetzt das mache und dann das? Hat das die Situation verbessert oder verschlimmert? Ich guck gleich mal, ob ich die Tür doch irgendwie. Oh, aufmache. Verschlimmert! Die Situation wurde. Ah, hör auf, Mann! Tobi, gar keine gute Situation hier. Wir sind in einer ganz schlechten Situation gerade. Wie soll ich zu dir kommen, Chrissy? Du darfst nicht auf den Boden fallen, sonst kann ich dich, glaube ich, nicht retten. Aha. Oh, hier sind Kapseln. Da kommt man zum Security Room. Irgendwer schreit gerade. Ah, lass das! Der Boy kommt wieder. Du hast es geschafft? Bist du hier? Ist das? Nee. Geh hier mal rein. Gar keinen Bock mehr auf den Typen. Oh, ein Health Kit. Aber ich brauche einen Dietrich. Ja. Hi, hier ist ein Dietrich. Bei mir ganz in der Nähe. Das ist doch schon mal gut. Was ist denn das? Ach, ein Ziegelstein. Ach, schön. Der Typ ist bei dir in der Nähe. Oder kommt er nicht zu dir? Das ist ja interessant. Das ist ja. Oh, ist das was zum Healen? Oh, ich habe ein First Aid gefunden. Das ist nicht das, was ich brauche. Aber ich werde es nehmen. Voller Verstand. Hat mir noch nie jemand gesagt. Man kann die ja gar nicht ablenken mit dem. Ich bin ja schon wieder hier. Ja, das ist von vorne bis hinten eine suboptimale Situation. Kann ich hier durch? Ich wünschte, du könntest hierher kommen. Du bist hier bei mir, aber du bist auf der anderen Seite. Wo ist das? Doofi, hallo! Ah, ja! Ich habe jemanden was an den Kopf geworfen. Das könnte eine suboptimale Situation sein. Steck dich jetzt! Was ist das jetzt? Bist du in die Kapsel gegangen? Ja. Soll ich auch mit rein? Oh ja, dann kommst du in den Raum dahinter.
Ach Mensch. Wow. Och, und hier müssen wir hin. Hier ist ein Knapp. Drücken. Leben wäre voll gut. Jemand von euch zufällig der Verräter? Vielleicht ist das der Verräter. Dann haben wir unsere Mission nur erfüllt. Hi. God damn it! We don't interrupt an ongoing investigation! Also, du bist sehr blutig. Aha, du auch. Danke, ist ja auch gefallen. Erreiche den Verräter. Was ist das? Ein Dietrich! Ich hab keinen. Kann ich dir was fallen lassen? Ja, alles gut, behalte ich mal. Ich hab drei Sachen in der Hand. Ich hab zweimal was zum Verstand hier. Weiß nicht, geh oder so? Oder. Take it if you want it. Item nehmen. Oh, danke. Okay. Bin ich dafür. Na dann. Okay. Der Ball kommt wieder. Achtung. Gehen wir einfach schnell rüber. Hier ist noch einer. Ein was? Oh, scheiße. Das ist nicht gut, das ist nicht gut. It was wrong on so many levels. It was wrong. It was wrong. Erreiche den Verräter, Pass. Ist das einfach? Pass auf. Wo bring ich dich denn gerade hin, mein Freund? Huch. Wir sollen die Generatoren im Keller anmachen. Okay. Oh, wie viel Leben hast du? 1,5 ungefähr. Wäre es okay, wie ich es. Oh, du hast weniger. Ach, ich habe weniger. Ach, du hast es genommen. Gebe ich dir das? Geh. We should grab that. Ah, du hast es hingelegt, aber ja, danke. Kleine Medizin. Oh, ist das Absinth? Jetzt haben wir ungefähr gleich viel Leben. Ja. Was hast du gerade gemacht? Ich kann dich damit wiederbeleben. Ich lebe. Noch. Exit. Oh. Komm, wir gehen. Tschüss. Ah, das war ja einfach. Kannst du durch? Du nicht? Okay, viel Spaß. Okay. Ah, doch, ich kann auch. Was ist denn hier drin? Ist ein Medikit. Hier ist eine Batterie. Brauchst du eine Batterie, Tofi? Wo sehe ich, wie viel ich habe? Warte. Nur ich bin eigentlich fast voll. Nee, ich brauche eine Batterie. Medi-Ding? Also willst du noch was trinken? Du hast so viel wie ich, dann nimm du es mal, weil ich habe keine Hände frei. Ja, du kannst ja was hier reinlegen und danach nimmst du es, trinkst du es. Och, trink ruhig, alles gut. Das schmeckt mir so gut. Oh, das ist so gut. Ich möchte, hier ist ein Dietrich, Tofi. Nimm mir den Dietrich. Aber ich, wo? Hier war auf dem Tisch. Auf dem Tisch? Hier, oh. Uns. Jetzt hast du, ach nee, ich habe keine Hände frei, deswegen. Du kannst, hast du irgendwas, was du nicht brauchst? Ich habe zwei davon. Ja, dann brauch eine weg. Einfach den Dietrich auswechseln. Ja, oder. Also, nein, also, ja, nimm mal den Dietrich. Da, okay. Also, wir wieder hier. Nee, das ist. Hier wieder. Nee, lass dich da gehen. Sollen wir jetzt. Ja, ich hab mal dich gemacht. Okay, lass wieder gehen. Ich will, wir machen einen guten Job. Ach, machen wir das gerade beide? Okay. Okay, wir sollen die Generatoren anmachen, ne? Was ist denn hier drin? Eine Batterie. Oh nein! Ich brauche ein Gegengift! Weißt du, wo ein Gegengift ist? Du hast ein Gegengift, das ist die Granate, die du hast. Eins. Zwei. Das da? Ja, dieses. Ja, genau. Was ist das hier? Ach, das ist eine Batterie. They're here to keep the world out. Oh yeah.
Dann wenn das so ist, mein Freund, volle Batterie. Gut. Underground Parking, was ist hier? Weil warum habe ich jetzt zwei Dietrich hier? Wo ist mein Ziegel? Da. Klappe. Wir müssen zum Keller. Oh. Er ist doch gut dabei. Danke, ich will auch gar keine Hilfe. Hier kommen wir durch. Oh, der ist schwer. You got the shakes, baby. Luffy, ich muss rennen, cool, ich muss das fallen lassen. Cool. Ich komme irgendwie nicht, ich kann irgendwie nicht rennen. I got a rope of lightning. Denk dran, im Dunkeln sehen die dich nicht, wenn du schleichst. Oh. Oh. Boah, der ist ja hier. Hä? Du bist zweimal hier. Du bist zweimal hier. Ha. Bin ich? Eigentlich nicht. Okay, Luffy, hä, warum greift... Der heißt so wie ich, aber das ist er! So wie er kommt, ne? Ich sag doch, du bist zweimal hier. Aber warum heißt er denn so wie ich? Weißt du, jedes Spiel, ne? Jedes Spiel, Creepypasta Punch, immer schon vergeben. Ich hasse es. Er heißt wie du, damit er mich, killen kann. Das ist eine gute... Ja, ich weiß, ich will einen Zielschein gucken, oder? Oh. Wir können die aufbrechen, aber es wird sehr laut sein. Ich hab Angst. Ich hab einen Kanister. Wir müssen ja jetzt zu unseren Dokumenten, ne? Bist du das? Ja. Okay. Wir können das aufbrechen, sag ich. Ja, klar. Native proclivities, physical gifts. Schaffst du's? Ich bin in den Schrank gegangen, aber ich glaube, das merkt er. Er merkt es! Aua! I wish your mama was here. Ich hab ihn weggemacht. Aui! Hat ich wieder? Oh, das ist nicht gut. Nee, du weißt nicht, was ich hier drin bin. Geh weg. Du weißt nicht, was hier drin bin. Ja, du verblutest. Ich kümmere mich gleich darum. Ach, alles gut. Ab, Junge. Ich komme mal zu dir. Ja, mach das. Warte mal kurz, bis er weg ist. Hä? Ich glaube, er tötet mich gerade. Ich werde hingerichtet. Eine Spritze, vielleicht kannst du mich damit wiederbeleben. Vielleicht, versuchen wir es vielleicht. Okay. Warte mal, bis er weg ist und dann gucken wir uns das nochmal wieder an. Ich kann dir jetzt zuschauen. Das mag ich viel mehr. Tatsächlich gar nicht so. Doch, das ist sehr schön. Achtung, er war noch da. Wir wollen nicht. Hey, du, sag mal. Da die Spritze. Aua, aua. Oh ja. Aua. Oh, ja. Das tut weh. So. Hallo. Dann geht's mal weiter. Dankeschön. Oh, da liegt ein Elektrofeld. Gehen wir mal nicht drauf. Was du nicht möchte. Ich glaube, ich hab's hingekriegt. Oh, Benzin haben wir noch liegen lassen, oder? Nee, ich hab einen. Okay. Oh nein! Oh, schnell rein, Luffy! Wo soll ich hin? Du hast nicht gesehen, dass ich reingekommen bin. Luffy, sehr vorsichtig, wir haben noch eine Spritze. Ich weiß nicht, wohin! Bei mir ist noch ein Schrank, direkt neben mir. Ich renne einfach weiter, bis ich auch einen finde. Hab einen! Ich hoffe, er sieht das nicht. Wir warten, bis er wieder weg ist. Wir warten mal ein kleines bisschen, okay? Das Hinrichten kann man durch Werfen von Flaschen und Ziegeln abbrechen. Ich habe doch gerade eben einen Generator geöffnet.
Hat das nicht gezählt? Ich bin nicht fast jetzt mit ihm los. Wir warten mal, bis das Herz schlagen und so auf und dann zu machen. Ja. Ja. Er ist bei mir. Ich höre ihn. Kann nochmal weggehen. Das war immer noch nicht richtig. Das verstehe ich. Oh! Hä, wieso ist das so falsch, was ich tue? Ich mach beep, 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 alles an, nichts passiert. Ich hab keine Ahnung, ich komm wieder zu dir. Nein, er ist bei mir. Ich komm nicht zu dir. Ich mach doch piepidi piep piep. Was ist denn? Ist das, das ist doch richtig. Piepidi piep piep. Ja, piepidi piep piep. Das klingt, das ist doch richtig. Piepidi poop up. Er geht nicht weg. Jetzt geht er weg. Jetzt kommt er wahrscheinlich zu mir. Schau mal, ob es noch einen Quick-Time-Event gibt. Noch einen Quick-Time-Event? Wir hatten einen Quick-Time-Event. Hier, aber das. Ich würde gerne zu dir kommen. Hat mir Aua getan. Hier ist der Generator. Ja, aber. Es leuchtet doch beides grün. Ist nur irgendein Hebel oder sagt ihr? Treibstoff fehlt! Ich glaube, ich kann zu dir kommen. Bei mir ist gerade nicht. Ah, ja, ja, ja. Ich glaube, da kommt jemand. Das ist schlecht. Du Sack. Dann nimmst du noch einer. Kommt er denn? Ich weiß nicht. Und langsam meine Batterie. Okay, und jetzt? Ich hatte einen Dietrich. Du solltest vorsichtig sein, der Junge. Schön. Oh, hier ist ein Hund drin. No. Ja, ich weiß nicht, was wir tun sollen. Habe ich es angemacht? Nein. Hä? Er kommt. Oder? Ja, wir warten kurz. Du musst noch was am Generator machen, okay? Dreimal musst du das machen. Dreimal! Och, Junge. Dann machen wir es mal dreimal. Eine neue Batterie. Kann dir einen Team, aber ich kann nicht. Ich habe aber noch ein bisschen mehr als die Hälfte. Und du? Ich habe noch den letzten Sprich. Nee, den gebe ich dir gleich einfach meine. Aber haben wir doch ein Team gekriegt hier? Ich sollte nicht jetzt rauskommen. Ich sollte nicht rauskommen, wenn er kommt! Er macht den nicht aus, oder? Wir müssen das jetzt nicht zeitlichen Abständen schaffen. Nee. Okay, jetzt ist er weg. Hast du eine Batterie für mich? Ja. Achso, ist er weg? Okay. Ja, ich sehe ihn da vorne noch, aber er beobachtet mich gerade nicht. Okay, wo bist du? Der weiß, dass ich einen Dietrich habe. Direkt neben dir. Hey, hier. Yeah. Oh, darf ich? Ja. Ist das für mich? Oh, oh. Ist wieder rein. Ist rein. hier? Er kommt direkt bei uns raus. Nein. Ich hab mich an meinem Speichel geschluckt.
Alles gut? Können wir gleich raus? Ah! Was ist das? Ich will das nicht mehr! Das ist doch Kacke! Okay, jetzt ist es besser. Okay, lass uns gehen. Nee, ist hier. Ah, ist doch da! Ich glaube, ich bin im selben Schrank. Was? Hä? Wir sind sieben. Hä? An mir ist das aus. Die sollen aufhören! Ist er weg? Ich glaube, wir können. Ah, ich hasse es verfolgt. Oh, das war sein Auto. Komm. Wo ist er mal hin? Oh, er kommt, er kommt. Hier sind noch Schränke. Das war laut. Oh, hier ist eine Batterie. Ja. Ich bin voll, das heißt, du nimmst sie mit. Sehr gut. Hier ist noch ein Dietrich. Oh. Jetzt ist hier eine Batterie. Ja, jetzt ist da ein Dietrich. Ich nehme den Dietrich mit, alles gut. Was ist denn hier drin? Und eine Batterie. Dann lasse ich einen Dietrich hier für eine Batterie. Hier ist wieder Benzin. Brauchen wir den? Nee, wir haben, glaube ich. Oder haben wir schon für den zweiten Generator. Nimmst du mit? Kann ich mehr als drei Sachen tragen? Weiß ich nicht. Kannst du? Ah. Hier kann man sich Leben holen mit dem Dietrich. Das mache ich mal. Da kommt, glaube ich. Irgendwer kommt. Ich nehme nur kurz Medizin. Du bist eine Frau. Ist okay. Bist du das oder ist das der, der... Oh. Bist du? Hier. Ach, da, hi. Okay. Na, lass weiter. Okay. Hab keinen Dietrich mehr. Hab nämlich doch... Ne, hab keinen Dietrich mehr. Ist egal. Ich hab dafür eine Spritze Adrenalin. Das ist, glaube ich, wieder zum Wiederbeleben, oder? Das weiß ich nicht. Oh, hier. Schön hier. Medizin, oh, ja, kannst du nehmen. Kann ich mich hier hin. Ja, aber es ist ganz schick hier. Hier sind so ein paar Forscher. Das ist eine Bombe. Oh, oh, oh. Was hast du es gemacht? Ich hab die Bäume im Kopf, guck mal. Was bringt Adrenalin? Jetzt hab ich's mir gegeben. Nein! Nein! Warum? Das belebt nicht wieder, das gibt mir, glaube ich, Ausdauer. Das war auch dumm, es jetzt zu nehmen, aber... Oh, okay, okay. Ich dachte, das wäre diese Spritze gewesen. Okay. Oh, guck mal, die sind wie wir. Was? Was? Da ist wieder jemand, Achtung. Ich nicht. Das sind zwei, der atmet ganz laut. Oh oh. Oh oh. Ihm geht's gut. Einfach schleichen, dann hört er dich nicht. Willkommen in der Familie. Oh Gott. Der Arsch kommt. Nein. Nein. Oh nein. Richtung geschlossen! Wieso kann ich mich nicht mehr bewegen? Ich weiß es nicht. Ich versteck mich! Ich hab keine Batterie mehr. Oh, der Strom hat meine Batterie leer gemacht. Der Strom? Ich bin durch irgendwas gelaufen, durch eine Tür. Und dann habe ich irgendwie so einen Schlag bekommen. Ja. Und jetzt habe ich keine Batterie mehr. Ich ist auf null. Hab ihn nicht gesehen. Nee, ist wirklich gar nicht gut gerade. Also ist jetzt ganz so. Have you learned yet? You better. Oh, 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 das ist gar nicht gut. Meine, ich hab gerade eine Psychose. Ich muss den Skinnerman jetzt überleben. Wäre es okay, wenn ich den Skinnerman einmal überlebe? Ah, geht schon wieder. Alles schon wieder gut, Doki. Hilfe! Oh, Propaganda-Plakat. Ist das eine Flasche? Vielen Dank. Ich versteck mich mal in der Mülltonne.
Ich hab meine Bottle. Du machst, glaube ich, alles. Du machst alles super. Danke. Und ich glaube einfach nur weg. Check ich nicht. Aha. Trial and Error. Luffy, ich bräuchte einen Kanister. Hi, Luffy. Oh Gott, erschreck mich doch nicht so. Hab ich nicht. Doch hast du. Ups. Ich hab mich in die Tür gehört. Das war ich. Du machst es sehr gut. Oder danke. Hinten ist jemand. Hey, da bin ich! Das ist die falsche Maria, glaub ihr nicht. Wer ist die falsche Maria? Ich sehe keine andere Maria. Da hinten war eine andere Maria schon. Oh, zwei? Ah! Ah, erster Mal machst du die Tür zu! Dafür habe ich jetzt gerade gar keine Zeit! Gar keine Zeit! Alles gut bei dir? Nee, tatsächlich nicht. Oh, ich kann mich jetzt in der Tonne verstecken. Ich bin auch in der Tonne drin. Na, no, Simone, danke schön. Ist wieder gut? Ich glaube, ist wieder gut. Sicher? Ja, ich höre keinen Herzschlag. Mein Herz ist brennt, wenn ich dich sehe. Ich brauche eine Batterie. Hast du irgendwo eine gesehen? Ich brauche eine Batterie. Ich habe eine. Oh, hier ist ein... Oh, meine Cam ist aus. Jemand kommt. Komm, geh da rein. Komm, geh da rein. Aber hier ist eine Tür. The coldest dark of night, I'm gonna let it shine. I'm gonna let it shine. Let it shine. Let it shine. Let it shine. Kann ich? Ach schön. Aha. Gut, dass ich diese Tür nicht geöffnet habe. Hatte ich nämlich erst überlegt. Weiter geht's, Duffy. Keine Müdigkeit. Wo müssen wir denn hin? Wir müssen geht zurück zum Verräter in den Zellenblock. Hm. Oh, hallo Kleiner. So, wo ging's zum Verräter? Hier lang doch, oder? Kann gut sein. Der Polizist, der Polizist, der Polizist. Oh, fuck. Das ist nicht gut. Geh, 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 geh. Ja, verdammt! Ich bin Oscar aus der Mülltonne. Wo geh ich jetzt hin? Hier in die Mülltonne. Okay, ich bin auch safe. Schon gerade wie ein Plastik-Jesus. Er ist hier weg. Ja, er kommt gerade zu mir. Ich komme gleich zu dir, will ich kommen. Ich gehe schon mal ein Stück, ne? Wo geht's hier denn zurück? Ich bin neben dir. Das ist aber hell. Soll ich hier warten auf dich? Ist es hell? Ich höre nicht mehr, ich komme. Was ist denn das? Ein Auto? Oh Gott! Alles gut. Er kommt, er kommt! Wo bist du? Kann ich mich verstecken? Ah, ich bin bei dir. Ist jemand im Tunnel? Müssen wir hier durch? Ich glaube, ne? Kann sein. Beeilen wir uns. Ja, das sieht doch richtig aus. Hi.
Hier ist zu. Worum geht es im Spiel? Ich weiß es nicht. Ist ja ein Zufall. Das ist genau dann passiert, wenn ich hier stehe. Ein Zufall. Ja, das ist ja komisch. Wenn du so ein Medikit-Ding siehst, ich kann wieder was aufschließen. Ja, ah, da ist er ja. Nein. Und jetzt? Weiter ihn schieben? Ich schiebe ihn mal ein bisschen. In welche Richtung? Ah. Und du hast Snitch reingeritzt in deine Brust. Na, das macht es einfach nicht zu erkennen, mein Freund. Bitte sag, ich muss jetzt gleich nicht noch einen Generator anmachen. Da hab ich gar keine Lust drauf, mein Freund. Da hab ich gar keine Lust drauf. Die Lichter verdammt. Den Hinweis, Herz. Finde den Schlüssel. Schlüssel, Herz. In seinem Herz. Dann bring ich dich um. Was passiert, wenn ich das mache? Das löst das Problem nicht. Oh, hier ist eine Belebungsspritze, habe ich geholt. Ja. Und ich kann nicht auf die trichen? Willst du ihn denn auf die trichen? Oh, hier, Key! Ja. Das klingt nach einer Falle. Nicht hier, guck. Aber abgeschlossen, hier kann er reinkommen. Ich hab den Key. Key, juhu. So. Nee, nicht so laut. Da vorne an den, in das. Abgeschlossen. Da komm mit, mein Kleiner. Finde die anderen Schlüssel. Oh, warte, wir sollten vielleicht aber kurz was verstecken. Wir kurz verstecken. Glaubst du nicht, dass jetzt jemand kommt? Ich weiß es nicht. I just wanted a job. Halt die Klappe. Kommt doch keiner. Nee, noch können wir gehen. So, sorry fürs Warten. Was habe ich in der Hand? Da ist ein falscher Christoph, ein falscher Chrissy, ein falscher Chrissy. Falscher Chrissy. Ich glaube, man erkennt den Unterschied am Atmen. Weil die machen immer so. Ja, und daran, dass ich es nicht bin. Ich meine nur, falls ich nicht bei dir bin und du denkst, ich bin das. Oh, jetzt kommt wieder so ein Ding, nicht rausgehen. Jetzt kommt wieder der Doktor mit seiner Sprühflasche. Ja, so. Die sind so nervig. Ja, aber schon ein bisschen süß, ne? Sind das Skinwalker? Ein bisschen wirkst du von der Art. Ich glaube nicht, dass Skinwalker hier für diese Facility arbeiten. Ich glaube. Ich habe irgendwas aufgehoben, aber ich weiß nicht, was es ist. Geht jetzt zurück in seinen. Hütchen? Nee. Geht mal raus oder nicht? Er geht doch irgendwann zurück in sein Hütchen, oder? Ich weiß es nicht. Ich glaube, er kommt da gleich wieder raus. So, nur kurz warten. Ja. Okay, jetzt kommt raus. Jetzt ist er woanders hingegangen. Es tut mir leid. Das ist ein ganz großer nackter Mann! Wie so oft muss ich dir sagen, der linke Schrank ist dein Schrank. Nein, das hast du mir noch nie gesagt. Ich weiß. Oh, er kommt! Er hat mich! Oh, das ist ja schade. Oh, nein. Oh, Mann. Das ist immer noch Amerika. Oh Mann, du bist ja doof. Tut mir leid, Doofi. Ich will das nicht. Ja, okay, schade. Chrissy! So, sorry, Junge, sorry, dass du jetzt so lange warten musst. Ich suche, ob ich dir irgendwas hab zum Helfen. Ich glaube, ich bin safe. Wenn er jetzt nicht in diese Tonne guckt, bin ich safe. Fucking look at me now. Okay, ich bin safe. Alles gut, er kommt zurück. Ich habe meine Lebensspritze weggegeben. Ich hasse das. Never anything.
aus der kleinen Popbäckchen. Nein, geh weg hier. Okay. Oh, das Spiel ist mir zu viel. Ist der wirklich nackt? Ja, das ist, nein, ich sehe kein Dödel, aber... Kann ich zu dir kommen? Oder ja, ich glaube schon. Da? Aber ist doch bei dir. Ich habe jetzt gerade Wahnsinn gesagt. Ich höre ihn bei mir. Bei dir? Oder ist das wer anders? Irgendwer redet bei mir. Na gut, ich komme nochmal zu dir, ne? Sollte aufhören, die ganze Zeit durch den Kram zu laufen. Ich hab Angst. Oh, sein scheiß Wagen rollt langsam nach vorne. Are you following the TV screens? Und er kommt wieder, der Giftboy kommt wieder. Oh Gott. Man kriegt hier auch keine Sekunde Ruhe, ne? Wir müssen den Boy einmal durchschieben. Ah, das ist kein Giftboy, ich glaube, das ist ein falscher Chris oder eine falsche Maria. Okay. Ich geh einfach mal raus, ich muss das mal. Komm nicht her, glaube ich. Kannst du die Fresse halten, Junge? Das ist sau anstrengend mit dir. Ich glaube, ich habe den Popo-Boy wieder gesehen. Oh, irgendwer steht hier. Ah, nee, das ist eine Puppe. Wir Peak. Unser Tipp ist Peak. Schlüssel Peak. Peak. Peak ist unser Tipp. Ah, nein! Was ist los? Wieder fast darüber drauf getreten. Ich habe gerade abgeschlossen. Hey, lass mich rein! Ich habe aufgemacht. Rein. Sorry. Jetzt kannst du abschließen. Hier ist ein Dietrich-Ding für hier. Oh, ich mach das mal auf. Also ich wiederhole, ich weiß nicht, was das hier in meiner Hand ist. Brauche ich das? Kann ich das wegwerfen? Hab's aufgedietricht. Vorrichtungsauflader ist das. Brauchen wir das? Ja, das habe ich vorhin auch aufgehoben. Keine Ahnung, was das hier hin liegt. Okay. Dankeschön. Ja. Ich nehme es dann ein. Obwohl, ich nehme lieber das gegen. Mit. Wir müssen irgendwas mit Peak finden. Ja. Hier ist noch ein nicht abgeschlossenes. Oh, ein Plakat. Hier ist noch ein nicht abgeschlossenes Ding. Soll ich aufmachen? Wie viel Leben hast du? Oh oh. Rinn. Ich weiß nicht wohin. Hier unten kann ich mich verstecken. Und ich in der Tonne hinter dir. Geh doch zur Tanne. Aber hier ist hier niemand. Ich könnte durchs Fenster durchspringen, dann würde es laut sein. Das mache ich mal nicht. Bitte tu das nicht. Gucken wir. Hier ist Schlüsselkreuz. Das wird hier gebraucht. Also brauchen wir ja erst, wenn wir hier sind. War das laut? Vielleicht. Oh, hier. Hier. Was ist ein Peak? Das ist Karo. Ach so. Ja, das ist Karo. Karo brauchen wir noch nicht. Wir brauchen Peak. Peak ist der kleine Baum, der nicht drei Bümmel hat. Aber eigentlich ganz nett hier, ne? Dietrich erforderlich. Ach, halt, ich glaube. Hier ist eine Adrenalinspritze. Auch langsam mal wieder eine Batterie. Soll ich mal eine mitnehmen? Du hast schon eine, ne? Die Batterie? Ach nee, nein, 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 nein. Ich glaube, jemand hat mich gehört. Ha, oh, hier steht ja direkt jemand vor! Nee, ist gar nicht gut. Nee, du weißt nicht, wo ich bin. Lass mich in Ruhe. Okay. Meine Cam? Meine Nachtsichtcam geht auch nicht mehr. Ich habe jetzt eine Batterie gefunden. Ha! Wo bist du denn? Ich höre dich! Wo bist du denn? Ha! Ich hasse das Spiel. Gar nicht meine Welt.
mag das, wenn du so schreist. Das ist ja schon scheiße, wenn wir von einem Wesen verfolgt werden. Warum von 10? Weil es spannender ist. Und ein bisschen herausfordernder. Also man merkt, du bist durch deine Pass das ganz schön abgehärtet. Freut mich, dass dir das aufgefallen ist. Wo bist du? Es führt ein Pfeil zu mir. Da hinten? Ah, hier. Okay. Ah, oh, schön, Karo ist sogar markiert jetzt. Schön. Da ist ein Fragezeichen. Wir müssen zu dem Fragezeichen mal. Vielleicht ist das Peak. Dann müssen wir hier lang, wo ich eben war. Meine Nachtsicht-Cam ist aus. Also ich bin jetzt nur noch auf Sparflamme. Wo lang? Oh, hier ist eine Bombe. Oh, da kommt jemand, da kommt jemand. Versteck dich. Das ist gerade auf so vielen Ebenen suboptimal. Das wird nicht besser so. Akten aufgehoben. Oh, das ist gut. Da ist nichts zu verstecken bei dir. Ich habe den Kreuzschlüssel gefunden. Die Feuer. Was sind die los? Was soll denn die Musik? Oh nein. Oh, lass mich doch in Ruhe. Ja. Gib mir dein Spray. Oh, ist das gut. Oh, boy, renn nicht weg. Bitte bleib hier, ich will mehr. Hast du Gegengift? Ja, ich hab Gegengift. Ah, Junge. Wie sehr ich darauf, wie ich da drauf stehe. Du glaubst es nicht. So. Alles gut? Also, ich hab den Feuerkey gefunden. Mhm. Bei mir ist irgendein Boy. Dieses Spiel! So eine Kacke ist das! Wieso müssen wir auch so lange spielen, bis es vorbei ist? Wer ist der Typ, der jetzt da ist? Das ist einfach irgendwer! Wieso hauen die denn nur uns auf die Fresse? Haut doch den anderen Randoms hier auf die Fresse! Das genau spielst du, Chrissy. Outlast Trials. Jetzt steht ihr hier und starrt einfach vor sich hin. Das ist immer so dumm in Spielen. Die da einfach stehen, die sitzen so. Er ist hier reingerannt. Er kann auf gar keinen Fall irgendwo rausgerannt sein. Keine Ahnung, wohin ist. Ich geh mal wieder. Soll ich ihn rauslotsen? Ah, er geht. Okay. Okay, wir brauchen. Ach, warte, so, kommst du her? Nee. Was? Ich warte kurz, bis er weggeht und dann kannst du rauskommen. Wenn du jetzt rausgehst, kannst du ihn triggern, wenn du irgendwo. Vielleicht will ich ihn einmal triggern. Du hast bei mir? Oh, ich habe abgeschlossen, sehr schön. Das wäre ein Ding. Kann er mal gehen? Also wir haben jetzt den richtigen Schlüssel, ne? Ja. Weil hier ist noch ein Fragezeichen. Ah ne, wir haben nicht den richtigen Schlüssel, ich lüge. Ich sage einfach nur ja, okay, weil ich dir gerne ja sage. Eine Flasche. Ich will das nicht mehr, ne? Langsam aber sicher, du. Aber ich will dieses Spiel nicht mehr spielen! Was machst du eigentlich die ganze Zeit? Ich guck dir zu. Ja, könntest du das sein lassen? Bei mir ist auch ein Boy. Ist er so? Er ist eindeutig hier reingerannt. Es gibt hier keinen Ausweg. Wo kann er sein? Wahrscheinlich nicht hier. Ah, schön. Ich schrei auch genug. Maria ist auch Zuschauerin und näher dran. Ich höre Geräusche.
Okay, das ist echt super, kannst du öfter spielen. Danke, Nero. Ist das ein Spiel? Das kann man doch bestimmt öfter spielen, oder? Jedes Spiel öfter spielen, wenn du willst. Ja, aber ich glaube hier. Ist das irgendwie ja immer nur so ein Spiel. Das konntest du mal auf Steam dir holen, gibt's nicht mehr. Das war so ein russisches Roulette-Spiel. Ja. Jetzt kommt schon wieder dieser Typ. Ich krieg nicht zu viel. Bei mir ist halt auch jemand, aber ich komm. Sobald ich rausgehe, kommt er halt bei mir. Doch nur zum Fragezeichen. Ich will nur zum Fragezeichen. Ihre Meinung dazu, dass meine Mama deine Videos aktiv schaut. Finde ich super. Wieso nimmst du hier die Batterie? Das ist keine Batterie, das ist ein anderes Ding. Glaube ich. Wo gehst du hin? Ich bin, glaube ich, am Arsch. Er ist bei mir. Keine Vorrichtung angelegt. Bitte komm nicht her, bitte komm nicht her, bitte komm nicht her, bitte. Bist du mit mir oder mit ihm? Ich bin direkt beim Fragezeichen. Hier, bei mir ist so ein Typ. Okay, er kommt in deine Richtung, glaube ich. Ja, dann lassen wir es zu. Ihr seid der Feuer-Key. Ah, hier ist ein Mond-Key, das bringt uns nichts. Ist egal, alle Keys in Flächen sind wichtig. Also soll ich ihn mitnehmen? Okay. Nee, nicht mitnehmen, aber wir merken uns einfach. Wenn wir es gesehen haben, wir kommen die näher, dann wird es uns angezeigt. Es ist nur wichtig, so sie gesehen zu haben. Ja, wieso wird bei mir nicht angezeigt, dass es ein Mond ist? Ich habe ihn noch gesehen. Muss ich ihn untersuchen? Weiß ich nicht. Oh, meine Batterie ist jetzt wieder ganz leer. Hier ist so ein Fragezeichen, da gehe ich jetzt hin. Egal, was passiert. Ich gucke mir das jetzt an. Da, wo ich bin, den habe ich schon. Nee. Wieder wo du bist. Dieses fucking Spiel, Lurando, danke schön für den Sub. Leute, wir kommen hier nicht voran. Oh, hi. Ich meine, mit der. Finde den Schlüssel Nummer 1 hin. Also, okay, wir brauchen nicht alle Schlüssel. Wir brauchen Pik und Kreuz auf jeden Fall. Ich vermute Karo dann auch. Okay. Toll, vielleicht hätte man einen Stromschlag gegeben. Und er kommt wieder. Da hinten ist ein Fragezeichen, da müssen wir hin. Ich warte. Voll schön offen hier. Hier liegen gleich zwei. Stern. Oh, hier gefällt es mir. Oh, Christi. Ja, das ist der Gasboy. Oh, das war laut. Ja, das ist schlecht. Verstecke ich mich? Ich hab schon Versteck. Ich nicht, ich bin laut. Oder? Würde ich gern mal dieses Level schaffen. Das wäre ja ein Träumchen. Wir brauchen drei Schüsse. Wir haben bisher Zero. Mann, ich liebe diese chilligen kurzen Streams von dir. Mann, Alex, ich liebe diese netten, überhaupt nicht sarkastischen Kommentare von dir. Peekaboo. Peekaboo. Bei mir ist eine Tanne. Wo? Du siehst mir doch einen Kampf. Peek, den Kreuz, der Kreuzschlüssel. Okay, den brauchen wir aber auch an einer Stelle. Das ist schon mal wichtig zu merken. Bist du wo tot oder greifst du mich gleich an? Oh, ist das einmal Medizin? Oh, ich würde gerne. Da kommt Fake Chrissy. Oh. Fake Chrissy ist bei mir. Fake Chrissy, komm zu dir. Fake ist bei dir. Er heißt CP Unk. Das ist sau super Team, aber ich habe gerade nichts um mich zu verstecken.
Ah, da ist er. Er hat mich ja berührt. Da ist noch ein Fragezeichen. Aber diese Stromfelder, die sind manchmal an und manchmal aus. Ah, ist ja gut. Nackter Boy, großer nackter Boy gesichtet. Das ist ja nicht gut. Großer nackter Boy geht. Ist auf so vielen Ebenen hier absolut super. Wer bist denn du? Krone. Ja, ich will hier durch. Ist hier doch eine reine Katastrophe, du. Komm, du siehst mir doch noch ein Peakboy aus. Was bist du, ein Auge? Oh. Ja, ruhig. Bist du Peak? Peak! Peak-Schlüssel! Nackter Boy! Luffy, ich hab den Peak-Schlüssel! Gut gemacht! Das war ja nicht schwer. Da ist der nackte Boy. Dahinter muss, ist der Peak-Schlüssel. Oh, er ist bei dir. Er guckt neben mir in die Tonne, aber nicht zu mir, oder? Oh, oh, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, oh Gott. Oh, hier komme ich nicht durch. Luffy, ich bin direkt bei dir, theoretisch. Aber ich komme da gerade nicht durch. Aber ich habe einen Peak-Schlüssel. Ich, also sowieso hier, macht nichts. Oh, ne? Macht nichts, was ist denn jetzt? Er macht... Oh, fuck. Ich glaube, er hat mich gesehen. Warte. Oh nein, bitte nicht. Oh nein, bitte nicht. Oh nein, bitte nicht. Oh nein, bitte nicht. Bitte geh weiter, bitte geh weiter. Komm, geh weiter. Schlägst du mir auf den Kopf hin? Er guckt mich direkt an, aber sieht mich nicht. Ich sehe ihn da hinten. Du haust mich nicht, oder? Wenn ich bin. Er geht. So. Sehr schön. Er muss jetzt ganz weggehen, da. Also kann ich zu dir? Er kommt, er kommt, er kommt. Ab in den Schrank. Okay, du, wir sind ganz kurz dabei, den ersten Schlüssel zu schaffen. Er kommt zu dir. Das ist nicht gut. Ach Leute, das sollte ein ganz entspannter, kurzer Stream werden. Warum ist jetzt schon wieder eins? Ich habe auch noch ein Privatleben, wisst ihr? Weißt du noch, als wir dachten, Level 1 dauert nur eine Stunde? Ja, witzig, ne? Wir spielen sie schon seit eineinhalb Stunden. Gar nicht raus. Nein! Er kommt wieder zu dir. Oh, das kann nicht wahr sein. Ich sehe ihn. Ich glaube, er hat Malcolm gesagt. Hättest du mal auf Maria gehört? Nee. Wie würdest du sagen, ich höre häufiger mal auf dich? Kommt drauf an. Ist der weg? Oh nein! Er kommt wieder zu dir. Er kommt wieder zu dir. Wee! Das ist doch nicht wahr! Jetzt kommt noch der Sprayboy. Ich fass es nicht. Ich fass es nicht. Aber wir sind safe. Luffy, ich lass durch diesen Bot, der so inspirierende Texte macht, uns was kreieren, damit wir ein bisschen inspiriert sind, ne? Bisschen motiviert. There's no need to obsess about empty promises. Das ist wohl ein echt guter Spruch. Only when you manage to comprehend the consequences of higher power, you will meet courage. Chrissy ist weit weg. Ich könnte zu dir rennen. Nee, das brauchen wir. Ich muss zu dir. Okay, aber er ist da hinten im Raum. Hallo. Juhu. Bleib mal hier drin, weil er kommt gleich eh wieder, ne? Nee, hallo. Oh, da hinten kommt jemand. Achtung! Gibt es irgendwelche Sätze von Oscar aus dem Mülltonne, die er immer sagt? Mach es nicht. Oscar aus der Mülltonne, Zitate. Oh, I love trash. Anything dirty or dingy or dusty. Anything ragged, rotten or rusty. Yes, I love trash.
Wenn die mal weggehen? Nothing. Always. Ich will kurz spähen, darf ich? Ja, klar, mach auf. Ui, juhu. Hätte ich das verpasst, wäre ich jetzt falsch. Chrissy, hallo. Hallo, du? Hallo. Hallo. Piekaboo. Ah, komm wieder. Oh. I hope you're ready. So I'm ready. Der große nackte Boy geht einem auch echt auf den Sack, ne? Aber er ist hinten noch raus. Wir könnten eigentlich rüberflitzen, oder? Ja, wir müssen ihn doch mitnehmen. Er ist hier hinten. Ja, wir müssen ihn doch mitnehmen. Kann ich die Tür nicht aufmachen oder so? Oh, er kommt. Er kommt, er kommt, er kommt. Das ist jetzt schlecht, glaube ich. Warum kommt er? Oh, oh, hi, du siehst mich nicht, oder? Oh, oh, scheiße. Hi. Hi. Hi, du siehst hübsch aus wie sonst was. Just go. Meinst du nicht, er hat nichts zwischen den Beinen? Alles gut bei dir? Ja. Ich sehe kein Problem in der Situation. Ich sehe ein ganz großes Problem in der jetzigen Situation. Aua, ich will noch raus! Ich hab mich gerade eben eingeschlossen. Das sehe ich gut. Okay, hier kommt er nicht durch. Schaffst du es uns? Ja, nee, ich bin schon safe. Okay. Das war ja überhaupt gar kein Problem. Und eine kleine Heal-Flasche direkt bei mir. Oh, war das einfach. Du könntest ihn ein bisschen schieben, du wärst gerade hier. Okay, meine Tweeten. Hä? Schiebst du ihn ein bisschen? Sehr gut. Prison Break! Prison Break? Hast du Prison Break geschrieben? Sag Bescheid, wenn du ihn ganz durchgeschoben hast. Bist du das? Nee. Doch ja. Oh, oh hi. Chris, ihr macht mir doch nicht so eine Angst. Ei! Hier kommst du nicht durch. Das ist nämlich zu klein für dich. Bin der Typ, den man den Meister der Scherze nennt. Es fängt ganz harmlos an. Na, aber dann. Jeder in der ganzen Stadt, typisch Andy. Typisch Andy. Hobäckchen. Ich bin der Coolste, der Beste, der schrägste Spaßvogel. Aber ein Streich gespielt, wo ich meinen Eltern vorgegaukelt habe, dass ich tot bin. Meine Eltern haben mich da... Bist du das bist nicht du, das bist nicht du! Das bin nicht ich. Mortem, danke! Los. Hast du ihn durchgeschoben bis X? Bis zum Kreuz? Noch nicht bis nach hinten. Er war hier. Wo ist er jetzt? Ich mach weiter. Okay, du hast die Aufgabe, ihn durchzuschieben. Ach, scheiße. Das ist sehr laut. Das ist sehr laut. Was soll denn die Musik? Was soll ich jetzt tun? Ein Schlüssel fehlt. Wo soll ich hin? Weiß nicht, ich habe ein bisschen Problem mit dem Doggy. Ich bin am Arsch, 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 ich bin am Arsch. Ich werde hier deppert, Jungs. Hau ab. Oh, jetzt ist sie neben mir. Hast du einen Dietrich? Nee, wieso? Alles gut. Aber hier ist ein Kasten, den man aufmachen kann. Oh, hier sind so viele Monster, das ist ja unfassbar. Wir brauchen hier... Ach, komm wieder. Wir brauchen hier einen Schlüssel, wieder. Ja, den Kreuzschlüssel, ne? Weiß ich nicht. Warte. Steht das da? Ja, ist auf dem Fernseher. Ach, verdammt. Ich gehe hin, aber erst hier. Ich suche schon mal den Kreuzschlüssel, ne?
Ah, das ist. Nee, kein Kreuz. Das ist. Wie heißt denn das? Karo? Nee. Was ist ein Kreuz? Kreuz ist ein Bäumchen. Ach, dann ist es doch Kreuz. Ich dachte, das nennt man anders. Also, das ist Kreuz, okay. Hab ich mal gedacht. Ja. Das heißt, die Kreuzschüsse hatten wir vorhin die ganzen schon gefunden gehabt. Du hattest ihn gefunden. Du bist jetzt so, hallo Notizblatt. Du bist jetzt nur herausfinden, wo der ist. Wow! Alles gut? Nee. Okay. Oh, Nucky Boy. Nein! Nein. Nein! Woher wusstest du, dass ich hier bin? Hier ist das gewusst, Junge. Da gab's kein. Es gab keine. Open! Oh, nicht wieder mit dir einsperren! Ei! Ich liege. Du müsstest mir helfen. Nein! Ja, das ist jetzt super optimal, ne? Komm in meine Richtung, uns geht. Is that you, sweet pea? Bei mir ist gerade keiner. Bei mir ist. Oh, er bringt mich um. Nein! Ist nicht schlimm, ich hab. Ja. Was machst du da? Das ist nicht. Was ist, wenn wir beide sterben? Sind wir dann. Also haben wir verloren? Dann weine ich richtig laut und richtig, richtig krass. Also, wenn du zu mir kommst, ich habe eine Spritze neben mir, ne? Als kann ich dir zuschauen. Ach, wie schön. Weißt du, wo der Boy hingelaufen ist? Nee, mein Blick wurde dunkel. Oh, ich glaube, er hat gerade die Tür aufgemacht. Das mag sein, du. Das mag. Ja, ist da. Komm her! Ich wünschte, ich hätte einen Ziegelstein oder so. Gute Nacht, Leute, die schlafen gehen. Ich mag es nicht, wenn es an mir liegt. Ich kann das nicht. Du kriegst das hin, musst mich nur wiederbeleben. Du schaffst das, ich glaube an dir. Du musst mir nur die Spritze geben, die direkt neben mir liegt. Oh, du bist ja gar nicht hier. Einmal mir das Ding jetzt. Muss ja gut treffen. Aber mir nur die kleine Spritze ins Popöchen hauen. Wo ist er denn? Kann er eben rechts sein. Ich höre ihn auch hier eigentlich. Also hier so. Was ja bei dir ist die Frage, kann ich raus? Ich weiß so viel wie du. Ah, da ist er. Davor liege ich. Irgendwo neben mir liegt meine Spritze. Da. Oh ja. Oh. Jürgen. Oh, hör nicht auf. Auf damit. Auf damit. Erneut eine ganz suboptimale Situation. Ist da nicht ein Schrank bei dir? Das ist ein Schrank gewesen, du bist nicht reingegangen. Oder habe ich den Schrank entdeckt? Ja, nur wenn er dich sieht dabei. Ja. Ich glaube, die haben auch eine Chance, einfach so reinzugucken. Ja, vorhin hat er in die andere Tonne reingeguckt, neben mir, aber es war nackt. Irgendwas Lautes da. Schön hier. Jetzt ist die Frage, wo ist der Kreuzschlüssel? Wie lange geht das Level noch? Ich denke, wir müssen noch das mit den Schlüsseln machen, dann sind wir durch, oder? Ja, kann sein. Okay, wo bist du? Ich latsch gerade einfach rum. Ich meine, wir können zusammen umlatschen, aber wir können auch einzeln umlatschen. Weißt du, weil wir sehr viele Schüsse finden. Der
Biggie Boy ist halt echt nervig. They're here to keep you in. They're here to keep the world out. Tatsächlich? Die Polizisten geben mir so ein bisschen Trost, die immer mal wieder sagen, hey, die Wände sind nicht dazu da, um dich hier gefangen zu halten, sondern um die anderen Leute draußen zu halten. Da fühle ich mich besser. Was sind wir von reingelaufen? Das ist schwer. Ah, hier war ich vorhin schon einmal. Im Badezimmer bin ich gerade. Ich hab wieder Batterie. Bin stolz auf dich. Oh, ich bin am Anfang. Oh, ich bin gerade den ganzen Weg zum Beginn zurückgelaufen. Hier ist es nicht her. Ich bin wieder bei dem Boy, der hier. Ja, ausschau halt nach dem Kreuzschlüssel, doof ich. Ich versuch's, aber ich weiß nicht wo. Da hinten ist ein Auge, da ist eine Krone. Ja, das, dieses nicht. Da war ich haben wir nicht, da bist du. Oh, wo war denn das? Müssen wir ganz zurückgehen? Ich geh gerade einfach spazieren. Bist du das hier? Nee. Doch, der hier bin also, ich. Ja? Oh Nein. Gott. Ich höre irgendein Monster. Auch. Hier waren wir. Hier ist auch falsch. Hier ist ein Key gewesen, aber den hatten wir ja schon, ne? Ja. Da mussten wir aber durch. Oder nee, dann sind wir hier durch. Genau, hier in diesem Bereich. Caro ist da. Aber wo ist Kreuzer? Kreuzer hast du... Da, warte. Scherben. Ich bin falsch. Scherben hast du gefunden. Kreuzer hast du. Oh, oh. Und wieder aus der Mülltonne. Angelique, danke schön für den Sub. Ich möchte dieses Level nicht mehr spielen. Okay. Das ist halt das Schlimme an diesem Spiel. Es ist zu viel los, weswegen man sich zu viel am Verstecken ist. Hier geht wieder irgendwas auf. Ich glaube, der Doktor kommt wieder. Ja, wir müssen warten, bis er wieder weg ist. Nero hat die Zeit seines Lebens. Ich muss sagen, es ist besser, als ich es mir vorgestellt habe. Ja, ne? Dadurch, dass ich die ganze Zeit so diese negativen Sachen bekommen habe und viele meinten ja, es ist wie Dead by Daylight und keine Ahnung. Ja. Das hat mich sehr, weiß nicht, ins Negative gestimmt, was das Spiel angeht. Aber ich find's gut. Ich glaube, wir können raus, oder? Ja, wir können es versuchen. Ich höre noch was, aber was haben wir? Ich höre was? Ich kann halt die Musik nicht zuordnen, teilweise, ne? Also, was gute Musik ist und was schlechte Musik ist. Ich komme raus. Ich bin auch raus. Jetzt bin ich bei dem Boy. Das erschreckt mich jedes Mal. Guck mal, ob ich ihn durchgeschoben kriege schon mal. Wie geht's dir eigentlich so? Hat das weh, als die Snitch darauf geschrieben haben? Du kannst froh sein, dass sie hier Englisch sprechen, weil wenn sie... Da ist jemand. Nee, nicht, wenn du ihn ganz bis zum Ende gebracht hast. Da, hier, links rein, hier, links rein. Zu spät. Aber hier kann er nicht durch. Ich bin schon in der Tonne. So, ja, hier kann Big Boy auf jeden Fall nicht durch, weil er kann sich nicht klein machen. Ich habe nichts gegen DVD, ich mag DVD echt gerne, aber ich habe was gegen DVD. Ich habe halt... Ich weiß nicht, ich finde Outlast ist halt nicht wie DVD für mich, deswegen würde ich es doof finden, wenn es ähnlich wäre. Ich find's gut, dass man hier die Missionen macht und so, sich versteckt. Ich muss sagen, du kannst es hier mit DVD nicht vergleichen. DVD ist jedes Mal das gleiche. Das hier ist komplett anders.
Nur das Verstecken ist halt gleich. So, sorry. Oh, ja, kannst raus. Gott, bist du nicht. Junge. Help me! Somebody help me! Sei ruhig. Sei einfach ruhig. Einmal in deinem Leben ruhig sein. So, jetzt kann ich nicht mehr zurückrollen, Doofy. Gehst du für... Ach, weißt du was? Doofy, kommst du mal zu mir? Iggy Boy kommt. Iggy Boy. Der Biggie Boy. Ich bin bei dir. Oh. Das hast du gerade gemacht? Nee, das bist du. Hey! Wie hast du mich gesehen? Aua! Eieiei. Ei, ei, ei. Wer weint jetzt? Ich weine gar nicht. Ich wollte mal kurz hier. Du gehst gerade auf so vielen Ebenen nicht gut. Du bist aber echt gut mit den Flaschenwerfen cool. Ich wollte hier hin. Und bist du bei mir in der Nähe. Hallo. Ich versuche gerade nicht zu sterben. Jetzt kommt noch der andere. Ich will endlich, dass es vorbei ist. Das kann nicht wahr sein. Es ist gleich schon 1.30 Uhr. Ich will heute noch Doofy-Zeit haben. Oh, hier ist einer bei mir. Was bist denn du? Hallo. Hey. Ich hätte echt gedacht, wenn wir diese Schüsse einmal gesehen haben, dass... Warum haben wir den Kreuzschuss nicht gleich mitgenommen? Der verbraucht keinen Platz im Inventar. Wir hätten ihn einfach mitnehmen können. Weiß ich nicht. Ich spring rüber, über den Tisch. Ach nö. Ach nö. Ich hasse dieses Spiel langsam. Hat mich. Ich sterbe bitte. Gut. Ich versuch's. Ruby, komm hier zu mir. Komm hier zu mir. Da unten durch, hier unten durch. Hier kommt er nicht durch. Wo bist du? Hier, ach, hier. Und hier kommt er halt nicht lang. Jetzt würde er gleich versuchen, hier außen rum lang zu gehen. Ah, hier ist der! Hier ist der Doktor! Ich fass es nicht. Ist das ein Stück? Er ist wieder hier. Aber alles gut, er kommt nicht. Das ist ja eine Stadt. Wie soll man denn so irgendwas hier schaffen? Nicht, wo wir hier sind und wo wir hin müssen. Ah, verdammt. Ist das auch... Als jemand von euch eine Idee hat, wo der Schlüssel war, gerne sagen. Deine Sicht haben sie nicht gesehen und ich habe den Schlüssel nie gefunden. Ah, okay. Ich habe nur den Anfangsschlüssel, wo wir waren, und den Mondschlüssel hatte ich. Aber du hast ihn doch gesehen, oder? Du meinst doch einmal. Oder meinte ich Kreuz? Hab ich den Kreuzschlüssel gesehen? Ich hab den Kreuzschlüssel, glaube ich, gesehen. Wo hattest du den, ja? Ah, verdammt. Ich würde. Oder wenn einer sich erinnert, wo der Kreuzschlüssel war, ne? Ich küsse eure Augen. Wir waren ja vorhin vom Weg her quasi richtig, wo wir anfangs waren. Ich weiß heute nicht, wo wir lang gegangen sind. Das wäre jetzt. Oh, diese Dinger. Dankeschön. Oh, ne. Komm hier in den Schrank. Kommt wer? Kommt dich, Big Boy? Nichts gehört. Langsam bin ich an dem Punkt angekommen, wo es mir egal ist, ob ich überkomme. Ja. Der war draußen, sagt der Vater. Oh, zwei Dietriche. Waren denn nicht draußen? Draußen, alle sind draußen. Draußen! Der Sprühboy ist wieder da, ja, ne? Ich weiß,
Ich habe gerade nicht die Möglichkeit, da wegzukommen. Wer weiß, wo ich bin, weiter. Guck mal, die Leute haben aufgepasst. Das ist nicht, das bin nicht ich. Da kommt ein Typ, der meint, der wäre ich, aber das bin nicht ich. Ah, du hast mich nicht gesehen! Du hast mich nicht gesehen! Ich hab mich versteckt! Ah! Das war kein richtiges Versteck. Ich hasse es, wenn ich mich finde. Ich kenne halt alle meine Tricks. Hier, wie kommen wir nach draußen? Wo war das, ist die Frage. Ich geh doch nur raus. Ich vermute ja, wir brauchen den Karo-Schlüssel auch, weißt du? Ah, das kann gut sein, aber der wird ja wenigstens angezeigt. Hast du die andere Leiche aufgemacht mit dem Schlüssel? Der Karo-Schlüssel wird nur deswegen angezeigt, weil wir in der Nähe sind. Oh. Bist du das? Ja. Bitte sag, was du bist. Warte mal kurz, ich nehme mal kurz den Karo-Schlüssel. Ich guck mal, ob wir uns den nehmen könnten. Ich kann mir vorstellen, dass der Karo-Schlüssel auch richtig ist. Ja. Ich höre jemanden. Falsche Leiche, ja. Wäre ja auch zu schön gewesen. Ach, das gibt's doch nicht. Mach das mal nicht. Hab's aufgekriegt. Musst du dich hier hin? Ja, ganz dringend. Komm. Brauchst du mal jetzt ich oder? Na komm, dann nimm dich hier auch noch. Trink mal beide. Oh, ich bin voll. Das war eine große. Das ist voll. Ich wollte dann abbrechen. Kaum ein bisschen was aufbrechen. Das ist eine Adrenalinspritze. Ich hab wieder keine Batterie. Wo ging es nach draußen? Lass mal hier hingehen und zusammen aufbrechen, auch wenn es Lärm macht. Da hinten ist Big Boy. Lass mal hier aufbrechen, Lupi. Er kommt, Big Boy kommt. Mach schnell. Und jetzt schnell verstecken. Hat er gehört? Such jemand nach Zeug. Hast du gerade jemandem die Tür zugemacht? Oh! Ja. Nein! Nein, er hat mich! Was? Ja, manche Verstecke gucken sie einfach rein. Aua! 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 Ist der Mond hier? Jetzt geht das wieder los. Ich mach einfach nur ein Versteck. Du hast einen Schlüssel, was ist das für einer? Ich habe den Eileen-Schlüssel gefunden. Den Eileen-Schlüssel? Ja, das war ein Hasenschlüssel. No. Immer wenn ich merk Hasen sehe, muss ich so denken, ah, Eileen. Merk dir bitte, wo das ist, falls wir den mal. Ja, ne, dumm vergessen. Wie gefällt euch das Spiel? Ja, gut. Ich find's gut, ja. Nur das Verstecken ist halt echt nervig. Ein bisschen Zeit wäre ja schön, wenn ich ein bisschen rumlaufen kann. Ja. Aber weißt du hast mit dem Big Boy zu kämpfen, dann kommt dann kommt der Boy, dann kommt der nächste. Ich werde jetzt mal ein bisschen. Och, come on! Oh, ja. Mal wieder eine ganze Batterie. Na, das ist so nett. Oh, es ist nett hier. Noch Batterie. Kannst du mir die mitbringen? Nur falls du sie. Ich weiß nicht, wer mich gefunden hat, aber irgendwer hat mich gefunden. Wir brauchen den Hasenschlüssel, Dofi. Oh, hast du. Hä, wo weißt du? Weil ich die Tür gesehen habe, wo wir den Hasenschlüssel brauchen. Oh. Ich werde den Hasenschlüssel gleich mitnehmen. Okay. Wir brauchen den Eileen-Schlüssel. Okay, also wir brauchen noch den Kreuzschlüssel und wir brauchen den Eileen-Schlüssel. Der Eileen-Schlüssel ist direkt neben der Eileen-Tür. Was sehr, sehr praktisch ist. Der Sprüh kommt. Mir? Allgemein. Ich bin die ganze Zeit nur am Verstecken.
Buch kurz einmal das hier drin. Eine Schüssel rum. Was ist der eigene Schüssel? Eine Schüssel rum. Eine Schüssel rum. Au! Ich hab, wenn du manchmal Türen öffnest, dann ist da so ein Stromding drin, was sie in dich reinrammen. Und dann geht dein. Das ist ja so optimal. Aber hast du noch Batterie in deiner Dingens? Oder? Was machst du bei meiner Dingens? Nachtsicht. Ich hab noch Batterie, ja. Okay. Oh, ich geh jetzt raus. Ich kann hier nichts machen. Oh. Ich hab den Aileen-Schlüssel. Ja. Soll ich die Aileen-Tür auf? Ich mach gleich schon mal die Aileen-Tür auf. Oh. Überall Scherben. Kann nirgends lang, ohne dass die mich hören. Ich scheiß mittlerweile auf die Scherben. Ich weiß, was du sagst, dass er mich nicht gesehen hat. Also die Tür ist offen, wir brauchen jetzt nur noch den Kreuzschlüssel, dann können wir ihn eigentlich, dann müssen wir nur noch durchschieben. Mhm. Er ist bei mir. Ich bin wieder in den Zellen. Wo seid ihr den Polizisten? Den haben wir lange nicht gesehen. Da war der Herzschlüssel. Wir müssen wieder nach draußen, ne? Das ist wieder, wir waren noch nicht draußen. Oh, hier kommen wir draußen. Der ist früher, kommt ihn wieder. Sehr gut, einfach einsammeln. Verbraucht ja keinen Platz mehr, wenn da. Und dann die Tür aufmachen, dann können wir ihn einfach durchschieben komplett. Dann haben wir es geschafft, glaube ich, hoffe ich. Habe ich ihn jetzt eingesammelt? Öffne Tor. Machst du es gerade? Öffnest du gerade das Tor? Nee, ich gehe hin. Hier ist ein Boy. Der spürt bei mir. Bei mir ist ein normaler Boy. Ich komme nicht rein. Ich hasse das, wie viele hier einfach rumlaufen. Die uns faken, dann diese eine Frau, die einen zusammenschlägt, dann der Sprüher, dann der Naggy Boy. Okay, also ich bin da, wo wir hin müssen, deswegen. Big Boy ist bei mir. Biggie Boy, machst du gerade die Tür auf? Nee, ich glaube, das heißt, er geht gerade. Oder jemand kommt. Heißt es, ich kann raus. Ich weiß es nicht. Bin mir zurückgegangen. Oh, da ist Biggie Boy. Wie sollen wir das Ding gleich durchschieben? Dafür, dass es so viele sind, halten wir es aber gut durch, oder? Ja, aber trotzdem, ne? Ihr könnt den Türen mit Fallen aufmachen. Ihr könnt die Türen mit Fallen aufmachen, wenn ihr gebückt öffnet. Ja, das ist, wenn halt das, was ich eben in die Brust gerammt gekriegt habe. Ah. Danach ist es quasi noch eine Aufgabe und dann wieder raus. Okay. Ich hoffe, noch die Aufgabe ist nicht schwer. Du, kannst du aufmachen? Ich bin genau auf der anderen Seite von dem. Aber Big Boy ist hier direkt bei mir. Oh ne, dann ist das schlecht. Direkt da, wo ich halt auch aufmachen muss, in der Nähe. Ich sehe. Hi, Jason. Kevin. Phil Jason. Phil Jason, danke schön für den Raid. Ich hoffe, ihr hattet einen wundervollen Stream. Okay, ich glaube, ich höre nicht mehr. Ich gehe jetzt raus. Okay. Was habt ihr gemacht? Okay. Bist du ready? Mach's, ja? Ja.
Oh, hi, Doofy. Doofy, 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 Doofy. Kann ich jetzt? Okay. Was denn? Ja, alles gut, schieb einfach. Doofy, you're not gonna do this. Die Musik gefällt mir nicht. Einfach durchziehen. Hier rüber. Einfach durchziehen. Oh, was jetzt? Oh, was jetzt? Ich weiß es nicht. Warte, komm hier mit rein! Hat er nicht gesehen. Aua! Aua! Du solltest rennen, du sollst rennen. Wenn du stirbst, ich habe eine Spritze. Nee, doch nicht. Boah, jetzt kommt ja alles. Der Sprühboy ist auch da. Hallo, na, wo seid ihr gerade? Haben gestern Outlast gezockt. Hier, in dem Schrank, in dem Spind bin ich. Ich kann nicht mehr. Hast du dich versteckt? Ja. Sprühboy, geh weg. Sprühboy, geh weg. Was machst du da? Der Sprühboy läuft hier auch rum. Also wir haben Sprühboy, wir haben Polizist, die gerade hier rumlaufen. Aber ich kriege den Snucky Boy jetzt weg. Ich bin unsicher. Welches Level? Das erste. Nach dem Tutorial. Was ist unsere Aufgabe? Warte mal. Wurzel den Verräter. Das ist doch simpel. Die Musik wird lauter, aber es klopft weniger. Was soll mir das sagen? Das klingt nicht, als ob es gerade safe wäre. Nö, deswegen traue ich mich auch nicht raus. Das finde ich die Musik so laut, weil jetzt eine krasse Schippe. Kann sein. Ich gehe jetzt einfach mal raus und komme zu dir. Nein! Ist wieder hinter mir. Oh, beide kommen. Ach super, ach schön. Falsch! Ich hab mich eingespielt mit ihm! Das ist schlecht. Das ist nicht gut. Ich habe ihn schon ein bisschen gebrutzelt. Ja, ich verstehe, warum das deutlich leichter ist, wenn du mehr Leute hast, weißt du? Ich hab mich wieder gefunden. Da versuche ich mal in der Zwischenzeit. Haben wir eine Wiederbelebungsspritze? Nö. Wahrscheinlich nicht, oder? Nö. Oh, das ist ja nicht gut, das ist ja nicht gut, das ist ja nicht gut, beeil dich. Hier ist eine falsche Maria. Das ist ja nicht gut. Oh, ich kann nicht mehr. Halt voll der. Das ist so viel für mich, das ist so viel für mich. Halt voll der schlechte Zeitpunkt, gestern so gut gefühlt. Hallo, Doofy. Hallo. Ich spring, versteck! War der hinter mir? Er war wahrscheinlich hinter mir. Wie viel habe ich jetzt schon gebrutzelt? Ich habe ihn schon fast zur Hälfte gebrutzelt, Doofy. Wir müssen dann nur hingehen und dann brutzeln. Und wenn einer verfolgt wird, muss der andere halt übernehmen. Nee, das Ding ist, ich habe nur. Kannst du zu mir kommen? Ich habe eine kleine Medizin. Das wäre super. Wie leer hast du Sachen abgenommen? Hey, kommst du dir? Im Schild. Okay. Geht's dir besser? Ja. Okay. Ja, jetzt habe ich zwei Stück. Dann gucken wir mal, was wir weitermachen. Och. Ist das dein Ernst? Jetzt
Hat er dich einmal angegriffen? Er ist hier, er ist hier! Er kommt! Also ist bei dir, dann mach ich immer weiter. Ja, aber es ist jetzt nicht gut, wenn er mich kriegt. Über 50 Prozent. Kommt dann zurück, pass auf. Ist er bei dir? Nö. Sicher? Ich höre ihn bei dir. Er ist bei mir. Okay, komm zu dir. Gut gemacht. Hast du schon? Nee, ich glaube, es ist 75% oder so. Du siehst dich. Oh, 99. Oh, hab's geschafft. Was jetzt? Verlasse die Prüfung. Doofi! Ich würde ja gerne, aber ich bin echt tot. Oh Gott. Ich würde es gerne mit dir verlassen. Ich bin tot. Ich bin sowas von tot. Ich bin tot. Oh, ich bin ausgewichen. Haha. Aua. Okay, jetzt auch nicht. Ich liege. Ah, du Pisser. Du dummer kleiner Pisser, ey. Ich werde hingerichtet. Geh das ohne ist mich. Ja noch schlechter. Geh. Ist okay. Ich weiß ja nicht mal wohin. Das war nicht gut. Ich kann jetzt wieder zu gucken, glaube ich. Oh, ich weiß nicht. Nein, das ist okay. Haha! Falsche Tür, mein Freund. Wer bist du überhaupt? Weil du bist quasi noch voll, du schaffst das. Was hat der jetzt eigentlich für eine Mission hier am Start? Jetzt kommt Police Park. Das ist keine Spritze, oder? Nee. Weiß jemand von euch, ob er es auch also alleine abschließen kann? Ob wir es dann schaffen dadurch? Oh, oh. Das ist super, super. Kann dann so eine Medikit-Spritze sein? Da links ja, nehmen wir ich, mal einen. Ich müsste es auf. Rechnen für kein Dietrich. Aber es ist kein Dietrich. Oh, ich glaube, ich hatte auch kein Dietrich. Denkt mal, niemand von euch weiß es, oder? Nur der rauskommt, schafft es. Oh. Ja gut, egal. Muss ich das erste Level dann nochmal neu machen? Nee, ne? Noch habe ich es auch nicht geschafft, bitte. Ich meine, wir konnten ja aussuchen, welches Level wir machen, oder? Ja, aber du hast erst mal freigeschaltet. Ist diese Dicke, mit dem alle reden? Oh, du bist wieder am Anfang. Oh, Achtung. Ja, du schaffst es. Ja. Biggie, Biggie! Ganz schlechter Zeitpunkt für die Ausrüstung. Einmal kann er dich kriegen. Oh, Bastard! Zur Tür! Ja, ich bin immer noch unser Puste. Mir geht es so schlecht. Ich bin immer noch unser Puste. Du schaffst es. Oh Gott. Ja! Ja! Du, das war so knapp. Gut gemacht. Good job. Gruppennote D sehe ich anders. Ich bin dreimal gestorben. Einige ausgezeichnete Todesfälle sollten therapeutisch wirken. Hey, aber ich hab's auch abgeschlossen. Reisen zum Schlafraum. Oi, Junge. Auf Verstecke verlassen 50 Mal. Erstaunlich. Hallo, Doofy, du lebst ja noch. Hallo. Ich habe scheinbar eine Batterie mitgenommen. Ich hatte einen schrecklichen Traum. Oh. Ich hab mich drin vor. Ach, müssen wir hier rein? Ja, wir müssen ja wieder zurück zu unserem Haus. Ja, du kamst drin vor und viele andere.
Ich habe mich zum Spiel halt nicht spoilern lassen, weil ich es erst bei euch sehen wollte. Muss sagen, ich habe Schlechteres erwartet. Ich bin doch echt positiv überrascht. Ja. Das ist das größte Lob, was ich von Nero je gehört habe. Die. Steht das für mein Tee, ne? Was heißt try again? Wir tryen das nicht again. Das war easy. Dann so. Steht mein Tee. Wie steht F? War ich so schlecht? Triff dich mit dem Ingenieur. Nö. Aber jetzt haben wir das zweite Level doch, oder? Ich guck mal kurz. Ich weiß es nicht. Kleine Prüfung. Ja, wir haben das zweite Level. Sehr schön. Ja. Ich gehe jetzt meinen Raum umgestalten. Der jetzt, mal, weil sie hier unten ist. So, okay. Ich habe 1000. Du kriegst bei dir nicht rein. Nein. Oh, ich kann nicht in den Zug. Oh, aber du kannst zugucken. Langweilig, nicht gemeinsam. Wir sind. Wieso? Ich will es nicht kaufen. Ich habe das schon. Ich habe es soeben gewonnen, oder nicht? Ach, hier bin ich. Oder habe ich das nicht gewonnen? Die will ich. Will ich die? Wo sieht man, wie viel Geld man hat? Um rechts. Oh, hast du auch 1100? Ja, 1175. Oh, ein Quietschhähnchen. Erstmal machen wir es uns hier schön wohnlich, Leute. Ja, das fühle ich. Das fühle ich. Das fühle ich. Ich habe voll das Mädchenzimmer. Ich habe voll so ein cooles Jungenzimmer. Okay. So. Der Rahmen lohnt sich irgendwie nicht, der ist voll dreckig. Guckst du dir gleich meine Wohnung an? Natürlich. Kann man sich auch Klamotten kaufen eigentlich, bevor wir jetzt alles hierfür ausgeben? Ich glaube schon. Oh, verdammt. Ja, das kann schon alles ausgegeben. Ich habe noch 700. Aber wo macht man das? Warte, ich glaube, man macht das beim Spiegel. Ja. Was ist für ein Spiegel? Hast du in deinem Raum nicht einen Spiegel mit einem Waschbecken? Ach doch, ich krieg kurz mal mit dem Ingenieur, wo wir dafür auch Geld brauchen. Alright then. What can I... Ah ne, damit kann wir oh, da mit den anderen Sachen braucht man. 10.000, was sind das für Outfits? Was zur Hölle? Microtransactions, aha, aha, aha. Ah, da können wir also auch unser normales Aussehen dran ändern. Outfit. Ah, ein ganzes Outfit. Oh Gott. Da können wir die Brillen können wir schon mal ändern für wenig Geld. Die Umhängedinger. Shirts. Ja. Ah, Shirts kostet 1000 für so ein hässliches Shirt. 1000? Die Shirts sind doch umsonst. Ja, aber eins habe ich, was nicht umsonst ist. Komisch. Weißt du was? Ich habe eine kurze Hose, die ziehe ich an. Schön, schick, schick. Okay, ich gucke jetzt. Wo ist dein Zimmer? Geh ihn mal. Hä? Das ist dein Zimmer? Das ist meins. Wieso konnte ich da eben nicht rein? Jetzt schon. Hey, dein Zimmer sieht aus wie meins. Wirklich? Oh ja, hey, hübsch. Hübsches Zimmer. Aber die steht. Warum steht da eine Maria auf deinem. Ich mag es, wenn Maria bei mir ist. No. Aber wie süß, dass wir das gleiche Zimmer haben. Wir sind so ähnlich. Das ist aber noch das hässliche Waschbecken. Meins ist voll hübsch. Hä, hey, man kann das ändern? Ja. Ich meine, guck dir mal mein Waschbecken an. Waschbecken. Wo denn? Ach, überall kann man noch Sachen hinstellen. Eine Pflanze. Überall? Eine Pflanze. Ein Fernseher. Ach, da kann man eine Pflanze. Ah. Jetzt habe ich hier noch einen Fernseher, den ich. Die Pflanze muss ich nochmal holen. Warum kann ich mir eine Kasse hier hinstellen? Und eine Packung Donuts. Oder noch eine Pflanze. Weintrauben für 100 Tacken mitten auf dem Tisch. Eine Bibel. Na, die werde ich mir aber holen. So, ich bin zufrieden. Guck mir mal die nochmal an. Oh. Schön.
Ich bin auch sehr glücklich über mein Zimmer. Ich finde halt... Ja. Hier kann ich jemanden mit hinnehmen. Sehr, sehr gemütlich. Und hier kannst du dir auch irgendwas kaufen. Du solltest deinen Spiegel noch sauber machen. Nein. Okay. Betäuben. Mächtiges Wurfgerät, das einen Elektroschock aussendet. Betäubt Feinde. Aha. Blind. Eine Landmine. Aha. Heilen. Ein Aerosolglas, das deine Gesundheit und die deiner Freunde wieder auffüllt. Röntgenblick. Taktische Verbesserung, um durch Wände hindurchzusehen und die Position von Feinden zu erkennen. Das ich bin Heilen und Röntgenblick am besten. Ich gucke gerade. Wenn ich mich ganz normal heile, heile ich dich dann automatisch mit? Vielleicht. Verbündete können die Standorte von markierten Feinden. Okay, cool. Ich nehme, dann nimmst du Röntgenblick und ich heilen. Ich glaube, das ist dann eine gute Kombo. Stay cool. Okay. Ja, hat sich doch gelohnt, oder? Ja, dann würde ich sagen, machen wir jetzt Feierabend für heute. Oh, es gibt noch ein Tutorial dafür? Nee. Egal. Okay. Ab in dein Zimmer. Muss ich? Tschüss. Ich muss... Okay, dann Disconnect, ne? Leute, wie fandet ihr es? Speichern muss man nicht, ne? Mir hat's Spaß gemacht. Ich bin überrascht. Ich fand's auch cool. Ja. Mir hat's Spaß gemacht, Leute.